Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Markus Böhm, Lektor im De Kreuter Verlag. Und wir möchten heute eine ganz besondere neue Publikation uns näher anschauen. Da sehen Sie jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt, das ist das Handbuch Poetikvorlesungen. Ich möchte vor allem die drei Herausgeberinnen vorstellen. Einmal Gundula Hachmann von der Louisiana State University, Frau Julia Schöll von der TU Braunschweig und Johanna Boley von der Uni Jena. Dazu konnten wir noch zwei Beiträgerinnen des Bandes gewinnen. Einmal Friederike Rehns von der Katholischen Uni Eichstätt-Ingolstadt und Frau Doreen Wohlleben von der Uni Marburg. Und ja, wir möchten jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde ins Gespräch kommen, uns ein bisschen den Band näher anschauen. Und was ich besonders finde an diesem Buch, das Handbuch Poetikvorlesung, ist eben nicht, dass es ein ganz klassisches Handbuch ist, sondern es ist eigentlich eine genuine Forschungsleistung, die mit einer zentralen These ins Feld geht, und zwar die Poetikvorlesung als eine Gattung systematisch auch zu fundieren. Das ist eine Herausforderung, weil natürlich in der Poetikvorlesung, die von Autoren und Autorinnen gehalten werden und über ihr Werk sprechen, sehr, sehr vieles in der Literaturwissenschaft durcheinandergewirbelt wird, was wir seither an Gemeinplätzen vorfinden konnten. Es geht also vor allem darum, feststehende Begriffe ein bisschen neu zu denken, vieles zusammenzubringen, was eigentlich nicht zusammengehört. Und da wird also eigentlich, würde ich sagen, unser Verständnis auch von Literaturwissenschaft, Gegenwartsliteratur auf den Prüfstand gestellt. Wir werden damit anfangen, dass Frau Hachmann ein bisschen was zur Projektgeschichte erzählen wird, wie es eigentlich dazu gekommen ist, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet hat. Frau Boley wird uns etwas zur Geschichte der Poetikvorlesungen erzählen. Frau Schön und Frau Rehns werden beiderseits auch über ihre Erfahrungen bei der Organisation von Poetikvorlesungen berichten. Frau Schöll dabei auch noch mal die These der eigenen Gattung sozusagen unterstreichen. Und Frau Rehns wird nochmal auf den Bildungsbegriff eingehen. Zum Schluss wird Frau Wohlleben noch auf die Entstehung des ganzen Forschungsfeldes eingehen und auch auf frühere Veröffentlichungen Bezug nehmen. Wir haben uns das vorgestellt, dass wir eigentlich auch im lockeren Austausch bleiben möchten. Das heißt, Zwischenfragen sind erwünscht, Anmerkungen, wichtige Hinweise. Und ich möchte auch versuchen, aus dem YouTube-Chat Fragen mit einzustreuen. Das ist jetzt so unser Plan für die nächste Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr. Und ich würde sagen, let's go. Ich bin gespannt. Ja, vielen Dank, Herr Böhm, für die freundliche Einführung. Wir freuen uns sehr, dass unser Handbuch jetzt herausgekommen ist. Das Handbuch Poetikvorlesung war viele Jahre in Arbeit. Die Arbeit in diesem Projekt war wirklich methodisch sehr spannend für uns, aber es gab eben auch viele Herausforderungen damit. Es war ja eine Arbeit an einem Gegenstand, der sich noch entwickelt, der unter unseren Händen immer weiter gewachsen ist. Die ersten Pläne für eine Zusammenarbeit haben wir schon 2009 gemacht. Damals haben wir uns bei der Konferenz der German Studies Association in Washington getroffen. Ich hatte dort ein paar Sitzungen zum Thema über das Schreiben, Sprechen organisiert. Julia Schöll war dabei, Johanna Boley, aber auch zwei weitere ha Beiträgerinnen, Claudia Dürr und Julia Gens. Und dieses Thema Poetikvorlesung, das hat uns irgendwie sofort fasziniert und wir stellten auch bald fest, dass es noch gar nicht sehr viel Literatur darüber gab. Frau Wohlleben hier hatte mit ihrer Dissertation Schwindel der Wahrheit wichtige Arbeit geleistet und über die Ästhetik der Lüge geschrieben. Aber wir wollten jetzt dieses Thema irgendwie größer und grundsätzlicher angehen. Und so haben wir uns zusammengeschlossen, fünf Wissenschaftlerinnen mit einer tollen Idee.
Doch je mehr wir lernten über diesen Gegenstand Poetikvorlesung, desto größer wurde das Thema. Es wuchs uns sozusagen unter den Händen weg. Und irgendwann wussten wir auch nicht, wie jetzt wir fünf sozusagen der ganzen Komplexität dieses Phänomens wirklich gerecht werden sollten. Und so verlief es sich dann erstmal wieder. Weil ich das Thema aber so interessant fand, ließ es mich irgendwie nicht los. Und so kam mir dann irgendwann der Gedanke, vielleicht muss man das einfach grundsätzlich ganz anders angehen. Und ich hatte dann die Gelegenheit, mit der damaligen Cheflektorin bei de Gruyter, ich glaube, sie ist noch ihre Chefin, Herr Böhm, Frau Gerloff, Manuela Gerloff, zu sprechen. Das war in San Diego 2016. Und dieses Gespräch überzeugte mich dann schließlich, dass das Handbuch tatsächlich das richtige Format wäre, um diesem Phänomen Poetikvorlesung auch wirklich gerecht werden zu können. Und so entstand dann die Idee, die Sache aus einer komparatistischen Perspektive anzugehen und viele verschiedene Experten zusammenzubringen, die sich eben kompetent zu den verschiedenen Facetten äußern könnten. Eine wichtige Entscheidung war es dabei für uns eben, dass die Poetikvorlesung nicht nur auf deutsche oder deutschsprachige Vorlesungen zu begrenzen, sondern ganz gezielt eben nach ähnlichen Vorlesungsreihen oder Vorgängerformaten im Ausland zu suchen. Und so kam es dann dazu. Ich habe dann zum Beispiel in meinen Beiträgen zum Handbuch gezeigt, wie sich diese Textgattung erst an britischen Universitäten, dann vor allem aber in den Norton Lectures an der Harvard-Universität etabliert haben, bevor sie dann 1959 nach Deutschland gewissermaßen importiert wurden. Und es war uns nun aber sehr wichtig, in diesem Handbuch wirklich den Gattungscharakter herauszustellen. Julia Schöll wird dazu gleich noch einiges sagen. Johanna Boley hatte dabei schon in früheren Veröffentlichungen darauf hingewiesen, dass man es wirklich als Gattung in den Ernst nehmen sollte. Und diese These haben wir jetzt also theoretisch weiter ausgebaut und fundiert. Und all die vielen Beiträge, die wir zusammengestellt haben in diesem Beitrag, die dienen im Prinzip dazu, dieses Gattungsargument weiter zu unterstützen. Eine weitere Entscheidung, die unser Handbuch also wirklich besonders macht, war es auch, eben die Praktiken der Organisation mit in den Blick zu nehmen. Also nicht nur theoretisch über das Thema nachzudenken, sondern auch zu fragen, welche Entscheidungen werden hier jetzt getroffen? Welche Routinen stellen sich ein? Warum? Woher kommen denn diese Routinen? Und so haben wir dann zum Beispiel auch Frau Rehns kontaktiert, die lange in Heidelberg die Poetikvorlesungen begleitet hat. Und auch Julia Schöll war in Bamberg sehr aktiv an deren Poetikvorlesung engagiert. Und letztlich zeichnet das also wirklich unser Handbuch aus, dass wir also komparatistisch arbeiten, dass wir historisch weit zurückgehen und dass wir viele methodische Facetten zu erfassen versuchen, um auch wirklich diesen Kulturphänomen Poetikvorlesung gerecht zu werden. So, und jetzt würde ich gerne das Gespräch ein bisschen mehr auf die Geschichte lenken. Wie gesagt, ich habe mich bemüht, die angloamerikanische Geschichte auszuarbeiten, aber was das Thema wirklich erst so hat groß und wichtig werden lassen, das muss man auch mal ganz klar sagen, sind die Entwicklungen in Deutschland. Denn in Deutschland hat die Poetikvorlesung ja eine Konjunktur erfahren wie sonst nirgendwo. Johanna, möchtest du vielleicht hier übernehmen? Ja, gerne. Ja, vielen Dank für die Hinführung und nochmal für die Erinnerung, dass wir ja immer irgendwie die Gattung Poetikvorlesung im Blick hatten und eigentlich die große Theorie dazu schreiben wollten, aber sozusagen das Material stetig zunahm, die Forschung noch ausblieben, was in den letzten Jahren nicht mehr der Fall war. Also inzwischen ist es ein weit beforschtes Feld. Poetikvorlesungen sind Gegenstand von Dissertationen und anderem, und zwar eigentlich auch aufgrund ihrer fast ja viel oder mehr Deutigkeit, ihrer Inszenierungspraxis. Also es gibt sehr viele Fragen, die sich an diese
Gattung richten. Allein schon, wenn man das Material anschaut, ist es eine unglaubliche Fülle. Man kennt einzelne Poetikvorlesungen, die sofort ins Auge springen. Die Begleitumstände von Uwe Jonsson, angefangen mit Probleme zeitgenössischer Dichtung von Ingeborg Bachmann, was so eigentlich für sich auch schon Klassiker sind und alleinstehende Texte, die aber dennoch ja zu dieser Gattung mit beitragen und sich einreihen auch in einen sozusagen ja, Diskurs des Sprechens über das Schreiben. Die tolle Idee kam von Gundela, dass wir dem nochmal so ein bisschen auf die Spur gehen mit den Ursprüngen im angelsächsischen Raum vor allen Dingen. Man kann bestimmt noch andere Parallelen auch ziehen, aber das ist sozusagen die ganz naheliegende, als 1959 in Frankfurt am Main die Stiftungsgastdozentur für Poetik gegründet wird, sind die Vorbilder eben die Oxforder und die Harvard Lectures, und dieser englische Chair of Poetry war das Vorbild, der allerdings eigentlich eher immer mit Wissenschaftlern besetzt wurde und weniger mit Dichtern. Das ändert sich dann in Deutschland, dort kommen sozusagen vor allen Dingen die Dichter dann zu Wort. Also in Frankfurt kommt der Dichter selbst zu Wort. Das ist auch so die Idee bei der Gründung. In diesen kleinen Statuten, die es dazu gibt, ist vorgegeben als Rahmen für die Poetikvorlesung, dass in freier, noch zu findender Form quasi das Format entwickelt werden soll. An zweiter Stelle ist vorgegeben, dass die Vorlesung von ihren Inhalten her eine Brücke zwischen Dichtkunst und Wissenschaft bilden. Und drittens zielt die Poetikdozentur nicht nur auf die allgemeine Öffentlichkeit ab, sondern vor allen Dingen auf die Zielgruppe der Studierenden, weil die Vorlesung als Praxisgespräch zwischen dem Dozenten und seinem studentischen Publikum konzipiert war. Das waren also erstmal die Grundvoraussetzungen, die da ins Spiel kamen. Und Ingeborg Bachmann war die Erste, die sozusagen diese eierlegende Wollmilchsau irgendwie unter einen Hut bringen musste. Die Reaktionen auch auf ihre Poetikvorlesung waren so durchwachsen. Man fremdelte so ein bisschen mit dem Format. Gleichzeitig gab es aber auch eine starke theoretische Diskussion in den 60er Jahren zu den Poetikvorlesungen, vor allen Dingen von Adorno, der quasi die freie Reflexion der Rede so als stilbildend auch sah für diese Vorträge und der auch so eine Forderung hatte an die Germanistik, sich über die Gegenstände ihres Fachs im Klaren zu werden oder auch sozusagen auch darauf zu reagieren, was in der aktuellen Literatur passiert. Das sind sozusagen so Vorgaben, die ziehen sich, glaube ich, bis heute so durch dieses Format. Interessanterweise eben muss man nochmal sagen, Poetikvorlesung klingt immer so, als würde da jemand eine normative Poetik entwickeln. Das ist also auf jeden Fall nicht der Fall, sondern es handelt sich um Poetologien oder Autorpoetiken, die da entworfen werden, die zwar auch Werkpoetiken sein können oder auch die dichterischen Regeln literarischer Gattungen untersuchen können. Das spiegelt auch so ein bisschen unser Inhaltsverzeichnis wider. Also man versteht eine epitextuelle Autorpoetik darunter, in der auch literarische fiktive Äußerungen vorkommen können, wie zum Beispiel in autofiktionalen Entwürfen. Das hat Julia Schöll gezeigt mit ihrer Arbeit über Kielmann und Menasse. Und drittens gilt, glaube ich, da immer noch das Dikt oder diese These von Monika Schmitz-Ehmanns, dass es sich bei der Poetikvorlesung um einen Texttypus der Autorenpoetik zum Anlass und zum Medium dichterischer Selbstbeschreibungen und Selbstentwürfe handelt. Also es ist nicht einfach, das Feld sozusagen im Werden und im Wesen auch zu bestimmen. Deswegen haben wir dieses Konzept gewählt, was ich auch wunderbar finde als Idee, dass man eben komparatistisch herangeht, nicht nur eine Vorlesung ins Zentrum rückt, sondern sozusagen eben immer drei vergleicht. Aber ich muss ja über die Geschichte reden. Also die Epochen der Poetikvorlesung sind sozusagen ja auch wieder dreierlei. 1959 bis 1968 ist so die erste Phase, da konstituiert sich das Genre. Es gibt nur die eine Poetikvorlesung mit ganz kleinen Ablegern quasi. Vorrangig sprechen Lyriker, das ist auch sehr interessant.
Die Themen sind vom Diskurs der Poesie eben geprägt und von der Wiederaufnahme der Moderne in den Diskurs des Literarischen. Dann gibt es eine längere Pause, weil merkwürdigerweise vertragen sich Poetikvorlesungen und Politik nicht so richtig. Also die 68er und die 70er Jahre haben das so ein bisschen wieder ad acta gelegt. Das Format fror ein, wurde dann 1976 wiederbelebt, erst in Essen, dann Ende der 70er Jahre mit den berühmten Begleitumständen von Uwe Jonsson. Und da kann man dann einfach historisch sagen, bis 1989 geht diese zweite Phase der Poetikvorlesung, in der sich so ein Diskurs des Schreibens abzeichnet, vor allen Dingen über das Erzählen auch, aus dem dann verstärkt Bestimmungen dessen hervorgehen, um was es sich bei Literatur handelt. Schließlich folgt dann die dritte Phase, ich würde sie 1989 oder 1990 bis heute nennen. Hier stellen wir fest, dass es eben einen Diskurs der Verständigung über interkulturelle Phänomene gibt und mittlerweile in den letzten Jahrzehnten, in der aktuellen Gegenwart hat sich das Format Poetikvorlesungen zu einem polyphonen Kollektiv aus Literatur und Literaturwissenschaft geöffnet. Es gibt mittlerweile nicht nur die Frankfurter Poetikvorlesung, sondern quasi eben einfach an sehr vielen Universitäten wird dieses Format neu interpretiert, anders ausgeübt. Die Frankfurter ist natürlich irgendwie immer noch die stilbildende, wichtige, auch eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, auch in Österreich haben wir diese Formate, die sich einer sehr großen Beliebtheit erfreuen, gerade eben auch, weil es das neue Forschungsgebiet Gegenwartsliteratur gibt, das unmittelbar darauf angewiesen ist, dass noch lebende Schriftsteller über ihre Werke oder über das Schreiben sprechen. Ja, da wären wir jetzt bei den genau. Praktiken und bei der Gattung, genau. Glaube ich. Ja, vielleicht kann ich übernehmen. Bin ich gut zu hören? Ja. Ich würde gerne die Gelegenheit noch mal kurz ergreifen, den Beiträgerinnen und Beiträgern zu danken. Es ist ein tolles Buch geworden. Danke auch an die Gräuter. Wie Sie jetzt vorhin von Gunde Lachmann schon gehört haben, ist es ein... Das ist ein Projekt, das sehr lange gereift ist und das uns lange begleitet hat. Und es ist natürlich schön, jetzt zu sehen, dass es in einem wirklich großartigen Buch kulminiert ist. Auch was Gunde Lachmann vorhin schon sagte, wir hätten das allein nicht bewältigen können. Deswegen großartig, dass so viele Kolleginnen und Kollegen aus so vielen Ländern daran mitgewirkt haben. Ich will gar nicht das wiederholen, was ich jetzt in meinem Beitrag in diesem Handbuch geschrieben habe, aber vielleicht kurz mal berichten. Also ich aus Bamberg. Bamberg hat eine sehr alte Poetik-Dozentur auch. Also das ist schon in den 80er Jahren gegründet. Und die habe ich schon als Studentin dort gehört und später dann eben auch mitorganisiert. Da kann Frau Rietz vielleicht auch gleich was ein Lied von singen, was es bedeutet, eine Poetik-Dozentur zu organisieren. Wir hatten das in Bamberg dann ab 2004 auch immer verbunden mit einem wissenschaftlichen Kolloquium über den Autor oder die Autorin. Und das ist nochmal eine ganz spezielle Situation, über einen Autor wissenschaftlich zu sprechen, in einem Vortrag, der gerade daneben sitzt. Nicht immer ganz einfach. Und wenn man so über so viele Jahre so viele verschiedene Poetikvorlesungen hört, dann drängt es sich geradezu auf, sich mal irgendwann zu fragen, was diese Texte eigentlich verbindet, also diese Form selber zum Gegenstand der Forschung zu machen. Und sich zu fragen, was diese doch sehr verschiedenen Texte, also ob die etwas zusammenhält jenseits dieser Organisationsform und jenseits dieser Kommunikationssituation, die nun darin besteht, dass ein Autor, eine Autorin sich vor ein akademisches Publikum stellt und spricht, worüber auch immer. Ich glaube, das Handbuch hat gezeigt, dass diese Organisationsform und diese Kommunikationsform überhaupt kein unerhebliches Merkmal dieser Gattung sind. Also, dass sie nicht nur so eine oberflächliches Merkmal sind, sondern dass das ganz genuin die Poetikvorlesung natürlich ausmacht. Aber, und das davon zeugen diese vielen Beiträge, es gibt natürlich inhaltliche Verbindungen zwischen diesen Texten, aber also wie gesagt, angefangen von dem, was schon genannt wurde, von den Autorschaftsdiskussionen, klassische poetologische Ansätze, literaturwissenschaftliche Exkurse werden in Poetikvorlesungen gehalten, literaturkritische Diskussionen angestoßen.
bis hin zu politischen Statements. Also ja, es gab eine Zeit, da haben sich Poetikvorlesungen und Politik nicht so richtig gut miteinander verbunden. Aber man muss natürlich auch sehen, dass sehr viele Poetikvorlesungen politische Medien sind. Und wenn ich jetzt am Ende dieser Arbeit sagen müsste, was hält denn Poetikvorlesungen eigentlich zusammen? Dann würde ich sagen, ja, am Ende reden die immer über sich selbst. Also, ich weiß nicht, Frau Rings, ob Sie das unterschreiben können als Organisatorin einer Poetik-Dozentur. Am Ende geht es immer um diese Person selbst, die davon steht. Ja, ich muss gerade überlegen, weil den Fall, den ich jetzt eigentlich zum Einstieg erzählen wollte, der knüpfte an das an, Frau Schöll, was Sie gesagt hatten. Ich war auch als Studentin erst Hörerin und begeistert, dachte ich mir, das ist ja unheimlich spannend. Man kann hier den Leuten zuhören, was sie über sich und über die Werkgenese erzählen. Und bei mir ging das Ganze tatsächlich dann los. Ich war Hilfskraft, lief gerade über den Flur und unterhielt mich mit irgendeinem Vater, der seine Tochter auf Englisch suchte. Und mein damaliger Chef, der die Poetikdozentur in Heidelberg initiiert hat, Helmut Kiesel, hörte das. Ich hatte schon ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich dachte, der denkt, was redet die hier rum? Die soll doch mal an ihrer Diss sitzen. Sie können ja so gut Englisch. Wir haben dieses Jahr einen amerikanischen Autor eingeladen. Das ist sehr interessant. Hier bei der Germanistik hatten wir Louis Bagley. Und bei Louis Bagley war es eben tatsächlich die Sache, dass seine Poetikvorlesung genau darauf hinauslaufen sollte, es hat eben nichts mit mir als Person, mit meiner Person zu tun. Und das fand ich tatsächlich sehr interessant, wie er das so permanent vor sich hertrug. Bitte unterscheidet die Fakten und die Fiktion. Das, was wir natürlich grundsätzlich immer lernen. Aber das ist, glaube ich, eben genau das Spannende an dieser Gattung. Und ich würde auch sagen, man kann natürlich, wenn man das Ganze, man kann es auch einfach nur als Paratext begreifen, sozusagen zum eigentlichen Text hin, zum eigentlichen Werk. Aber es ist eben genau das Spannende, dass hier der Autor noch viel stärker springen kann zwischen dem Ich, was im Werk seinen Auftritt hat, und aber eben der Figur, dem Dichter selbst, der Persönlichkeit des Dichters selbst. Und das wird natürlich anders, vielleicht auch noch als in Lesungen, in der Poetikvorlesung noch einmal auf eine ganz andere Art und Weise bespielt. Das war das, was mich eigentlich von Anfang an auch an diesem Format, auch an der Möglichkeit des Kennenlernens des Autors so fasziniert hat und warum ich das dann irgendwann eben auch mitbegleitet habe, mitorganisiert habe. Und dazu eben vielleicht, also das kleine Anekdotische hatte ich schon erzählt, aber wer mal eine Poetikdozentur organisiert hat, weiß, es besteht eigentlich nur aus Anekdoten, absurden Situationen, dem Versuch, irgendwie Menschen zusammenzubringen, problematische Persönlichkeiten, die man erst einfangen muss, dann aber eben auch, man hat auf der einen Seite die Universität, die irgendwie Ansprüche hat an die Autoren, Autorinnen, die da kommen, dann hat man aber eben irgendwelche, das ist nämlich ein großer Punkt, finanziellen, also Sponsoren, die man permanent irgendwie mit ins Boot holen muss, die dann gegebenenfalls auch mitentscheiden möchten. Dann in Heidelberg ist die spezielle Situation, dass auch die Stadt noch mitreden möchte. Also es hat sehr viel mit Diplomatie zu tun, eine Poetikvorlesung, überhaupt die Entscheidung herbeizuführen, wen wollen wir denn? Wer will denn uns? Also auch das haben wir erlebt und das hängt natürlich ein bisschen auch damit, mit dieser Schwemme an Poetikvorlesungen inzwischen zusammen, dass die Autoren, Autorinnen sich das auch ein bisschen aussuchen können inzwischen oder auch sagen, ich war gerade vor 2 Jahren in Frankfurt, ich habe noch nichts Neues zu erzählen. So gerne ich das täte, vielen Dank für das Angebot. Ich, das auch ein bisschen, wenn es dann irgendwann nur noch ein Poetik-Vorlesungshopping ist, macht der Autor sich auch nicht mehr interessant genug. Also solche Aspekte spielen dann durchaus eine Rolle. Ich habe dann im Vorfeld wirklich so geguckt, wer war schon wo, wer war noch nirgendwo, wen könnte man mal wieder fragen. Also das sind wirklich ganz pragmatische, irgendwie auch ein bisschen absurde Situationen. Ich erinnere mich auch noch an eine Anekdote. Wir hatten auch mal versucht, Christian Kracht zu holen nach Heidelberg und
da antwortete er mir dann schon freundlich, aber in seiner eben, in einer seiner Metaposen eben dann doch auch halb, also auch da wieder nicht durchschaubar, ist das jetzt Fakt oder Fiktion. Er schrieb mir, ich sitze gerade in einem Holzhaus in China und da erreicht mich diese Anfrage und was habe ich denn mit dem Literaturbetrieb noch überhaupt zu tun und so. Also es war sofort, ist er in dieses Spiel mit reingegangen, will ich da irgendwie überhaupt was von mir zeigen oder nicht. Also das Organisieren so einer Poetikvorlesung ist erfordert, würde ich sagen, auch wirklich sehr viel Einfühlungsvermögen in die Persönlichkeiten, die dann da auftauchen, die man dann auch entsprechend, schreckliche Geschichte war mal, Pascal Mercier war Nachtzug nach Lissabon, ihm wurde sein Manuskript geklaut, kurz vor der Vorlesung, ein Desaster. Dann kam der Hausmeister und meinte, es ist hier um 9 Uhr Schluss, es war kurz vor 9, Sie müssen jetzt raus, ich sperre sonst zu. Also solche Dinge gehören auch dazu. Ganz kurz vielleicht noch zu dem, womit ich mich beschäftigt habe für das Buch. Ich fand es hochinteressant, mich da ein bisschen mehr reinzudenken. Die Figur, der Kanon, was bedeutet der Kanon für angehende oder dann schon seiende Poetikdozenten und Dozentinnen und eben die Figur des Poeta-Doktors. Und das ist wirklich interessant, weil das in Deutschland, im deutschsprachigen Raum schon eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das ist natürlich die akademische Anbindung auch des Ganzen, aber auch die Herkunft vieler Autoren. Vielleicht ist es dann am Ende tatsächlich auch die Sache, dass vor allem akademisch vorgeprägte Autoren, Autorinnen angefragt werden, weil man sich dann vorstellen kann, dass sie das auch bespielen können. Oder dass eben auch nur solche sowas auch annehmen, weil sie sagen, nein, also ich stelle mich hier nicht auf so ein Rednerpult in der Uni, das ist nicht meins. Und da sind mir eben schon auch sehr interessante verschiedene Formen aufgefallen. Es ist ja auch interessant, Poeta-Dozenz und Poeta-Doktors, ich glaube, Frau Bohlei, Sie haben da mal darauf hingewiesen, ist ja schon sprachlich sehr nah miteinander, hängt sehr, sehr, sehr nah, hängt sehr eng miteinander zusammen. Und diese verschiedenen Formen des Umgangs mit dem Poeta-Doktors, das zur Schau stellen, auf wen beziehe ich mich, das Name-Dropping, wenn man mal anfängt zu gucken, welche Namen werden in einer Poetikvorlesung erwähnt, ist hochinteressant und reicht eben so weit, da habe ich nur so einen kleinen Ausblick am Ende dann noch gegeben, in Bezug auf die Genderfrage. Wer wird denn eigentlich gefragt? Sind es eher Autoren oder sind es eher Autorinnen? Und wie, mit welchem Habitus, mit welchem Gestus wird dann aufgetreten? Und also das wäre tatsächlich auch mal was man, glaube ich, sehr schön in einer nächsten Qualifikationsschrift gut untersuchen könnte. Welcher Habitus, wie äußert sich das Geschlecht im Text tatsächlich dann in diesem Paratext? Ja, das waren so die Dinge, die mir so beim Arbeiten auch aufgefallen sind dafür. Das Handbuch hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch tatsächlich ein Seminar dazu angeboten, um nochmal richtig in die Texte reinschauen zu können. Und es war ganz spannend, wie die Studierenden darauf reagiert haben, weil die sich natürlich in der Form auch noch nicht mit, die kennen ja oft die Primärtexte noch nicht ausreichend genug und mussten gleich auf die paratextuelle Ebene gehen. Aber von den Forschungseindrücken, Doreen, kannst du vielleicht noch mal mehr berichten, wo du ja eben tatsächlich da so die Schneise geschlagen hast oder den ersten Wurf in das Forschungsbecken geworfen hast, was das Genre der Poetikvorlesung anbelangt. Ja, Paratext ist, glaube ich, ein schönes Stichwort. Herr Böhm hat es vorhin auch schon Epitext genannt und ich wollte mich auch bedanken eben bei den Herausgeberinnen des Handbuchs, dass ich jetzt quasi noch mal 20, 25 Jahre später mich mit diesem Genre auseinandersetzen konnte und eben jetzt das auch nochmal anders perspektiviert habe. Also Friederike Rehns, was du gerade sagtest, Habitus und Gestus, ich glaube, diese gesamte Inszenierungspraxis, Frau Schöll hat vorhin auch das Stichwort fallen lassen, die Organisationsform, der institutionelle Rahmen, das ist jetzt was, wo eben die Forschung erst in der jüngeren Zeit sozusagen ihr Augenmerk draufgeworfen hat und dass das so unglaublich spannend macht, eben auch als ein Medium der Literaturvermittlung und des Literaturbetriebs.
Loops. Und die jüngste Publikation dazu von Kevin Kempke ist das eben letztes Jahr erschienen, der eben auch dann die Frage der Institution erhoben hat. Während die ersten beiden Monographien meiner Dissertation ging noch eine von Ulrich Volk voraus, 2003, der sich mit der Frankfurter Poetikdozentur beschäftigt hatte. Wir hatten damals sehr stark eben die Frage des Genres, eben in Analogie zum Essay hatte ich es sehr stark gelesen. Das war auch so ein bisschen lanciert worden von einem schönen Bändchen im Fischer Verlag, Poetik der Autoren von Paul Michael Lütze, der in den frühen 90ern erschienen ist. Und da stand eben noch sehr stark, glaube ich, der Autorbegriff im Mittelpunkt und dann auch, der Werkbegriff, könnte man sagen. Und was mich damals eben unglaublich faszinierte, ist, dass ich bei der Lektüre, die ich eben zunächst als ein Epiot und Paratext wahrnahm, um die Essays einer Bachmann oder eines Jonsons besser zu verstehen, irgendwann ein Gespür dafür entwickelt habe, dass das eben wirklich ein Genre ist, das ich dann selbst auch als eine Literaturtheorie avant la lettre bezeichnete, weil es eben ein Format war, das auf eine sehr inspirierende Weise literarische Assoziation, literaturwissenschaftliche Interpretation, also auch die ersten Poetikdozenten, Dozentinnen, haben sich ja eigentlich immer auch mit Zeitgenossen und mit ihren Lieblingsautoren auseinandergesetzt und haben sich diesen interpretatorisch zugewandt. Zugleich waren es literaturkritische Statements. Auch da, Ingeborg Bachmann rezensiert damals von Gustav René Hocke, damals noch überhaupt nicht bekannt, später dann bekannter Manierismusforscher, seine neueste Publikation und eben auch literaturtheoretische Fragestellungen, die da auf eine sehr spielerische Art und Weise eben angedacht wurden und eben oft, das ist mir auch aufgefallen, gegenläufig zu den literaturwissenschaftlichen Moden waren. Ja? Also als der Tod des Autors propagiert wurde, war plötzlich dieses Autorschaftskonzept in den Poetikvorlesungen ganz en vogue. Als mit Käthe Hamburger und Weinrich eigentlich die Frage der Lüge sozusagen endgültig aus dem literaturwissenschaftlichen Diskurs verabschiedet zu sein schien. Da haben sich plötzlich Autorinnen und Autoren mit der Frage, wie hängt eigentlich der Vorwurf Platos, dass alle Dichter lügen, mit der aktuellen Fiktionalitätsdebatte zusammen. Und ganz oft war das eben gegenläufig zum literaturwissenschaftlichen Diskurs. Und das ist es, glaube ich, bis heute. Und das macht es zu so einer unerschöpflichen Quelle auch neue Anregungen oder eben zu einer Einladung, vielleicht auch bestimmte Konzepte, die wir internalisiert haben, nochmal zu hinterfragen oder anders zu denken. Und deswegen fand ich das auch wirklich einen ganz großartigen Ansatz, dass man sagt, man nimmt das eben als eine eigene Gattung wahr, als eine Hybridgattung, die sich eben im Grunde zwischen Literaturwissenschaft, Literaturkritik, Literaturtheorie und Literaturvermittlung in einem ganz eigenen Feld platzieren lässt. Und Institutionengeschichte, muss man auch sagen, ja. Und, ich habe vielleicht da noch, es ist übrigens sehr, eine sehr merkwürdige Situation, weil du gerade den Tod des Autors, Kari, wenn man in diesen, also was ich vorhin erzählt, in Bamberg, dass da immer noch so ein Kolloquium, also wissenschaftlicher, eine Tagung einfach angehängt ist, es ist sehr merkwürdig, die These vom Tod des Autors zu diskutieren, wenn der Autor daneben sitzt und so gar nicht tot ist, ja, und auch gar nicht tot sein will. Was Friederike Rehns ja vorhin auch sagte, irgendwie, es geht natürlich nicht, also ich meinte nicht, als ich sagte, es geht letztlich immer, der da vorne spricht, es geht immer um ihn selbst oder um sie selbst. Meinte ich nicht sozusagen unbedingt als private Person, aber es geht immer um den eigenen Habitus als Autor, als Autorin. Es geht immer am Ende darum, wer steht hier vor wem, mit welchem Gestus, ne, wie Sie sagten. Und da finde ich es schon auffällig, dass, wenn man mal sich diese Urform der Gattung Ingeborg Bachmann anguckt, die redet tatsächlich überhaupt nicht über sich selbst. Und ich habe den Eindruck, je älter die Gattung wurde, oder je mehr Poetikvorlesungen abgelaufen waren, umso mehr sprachen Autorinnen und Autoren über sich selbst. Ja, ich weiß nicht, ob der Eindruck geteilt wird von den anderen. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist vorhin die Frage, diese Feststellung, dass, warum boomt das in Deutschland so? Also warum ist in Deutschland das so eine begehrte Organisationsform an Universitäten? Ja, einer der Gründe ist natürlich auch, dass literarische Schreiben keinen festen Platz an deutschen Universitäten hat. Das ist anders in anderen Ländern, wo eben das Creative Writing, das kreative Schreiben, als Disziplin akademisch eingebunden ist. Und das ist etwas, was in Deutschland natürlich nur in sehr begrenztem Maße
zu finden ist. Natürlich haben wir das Institut in Leipzig und das hat auch eine wichtige Funktion. Aber im Großen und Ganzen hat die Germanistik sich ja als Wissenschaft, als primäre theoretische Disziplin etablieren wollen. Und die Poetikvorlesung ist jetzt sozusagen eine Medium geworden, wodurch man jetzt doch noch wieder diese Aspekte des kreativen Schreibens und der Literaturproduktion an die Universität holen konnte. Um das sozusagen doch diesen Bedarf doch noch irgendwie abzudecken, ohne dass man es aber voll als sozusagen einen ständigen Bestandteil der akademischen Institution aufnehmen muss. Also wir haben ja bisher noch keine, ja, oder nur sehr wenige sogar kreative Schreibstühle, sage ich jetzt mal, Lehrstühle für kreatives Schreiben an deutschen Universitäten. Aber ich glaube, Frau Rehn, Sie hatten auch noch eine Idee dazu. Ja, genau. Also das ist auch tatsächlich, also sowieso was mich schon lange umtreibt, diese Frage, warum bestimmte Bereiche eben, was Sie auch gesagt haben, Frau Hartmann, das Creative Writing, warum das auch hier bis heute immer noch so einen komischen Beigeschmack hat. Das wird nicht so richtig für voll genommen. So, man hat immer noch so diesen akademischen, der akademische Ritterschlag ist ein anderer, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich eigentlich für einen Autor vollkommen irrelevant, könnte man meinen, aber dann geht man eben doch an die Uni, um dann dort seine Vorlesung zu halten. Und ich habe mich das oft gefragt, auch was dasselbe betrifft, ja den Essay beispielsweise, dass man als Literaturwissenschaftler, das wissen Sie, Frau Hartmann, viel besser, in den angloamerikanischen oder auch im französischsprachigen Raum, darf man auch ein Essay schreiben, ohne gleich als unwissenschaftlich abgetan zu werden. Und ich würde sogar so weit gehen, darüber habe ich mich jetzt so im interdisziplinären Arbeiten, habe ich auch viel darüber nachgedacht, allein diese Bezeichnung von Geisteswissenschaften im Vergleich zu Humanities. Da steckt schon so ein Unterschied drin. Da steckt der ganze hegelische Geist drin, wo wir irgendwo ganz weit oben in so einem Elfenbeinturm uns nach wie vor bewegen und wo man dann sich eben mal, man lässt sich dann mal herab und holt den Dichter auch mal mit auf die Bühne sozusagen. Also ich meine das natürlich jetzt vollkommen übertrieben und ironisch, aber ich glaube, so ein gewisser Gestus, das steckt irgendwo immer noch in den Köpfen mit drin, weswegen wir uns auch tatsächlich auch das etwas in neuen Forschungsfeldern so schwer tun, auch interdisziplinär zu agieren, weil wir eben ganz klar, wir haben die Naturwissenschaften, die Sozialwissenschaften und die Geisteswissenschaften. Und diese Trennung, glaube ich, spiegelt sich auf eine andere Weise auch in diesem, wir haben hier die Autoren, und die schreiben halt, dann gibt es noch die Creative Writing machen, das sind die, also die lernen, müssen das auch noch lernen, die können das nicht geniehaft aus sich heraus, toll, und uns dann eine schillernde Poetikvorlesung, die müssen dann das vielleicht auch noch lernen. Und dann gibt es uns Wissenschaftler, die das alles analysieren von unserer Geisteshöhe aus sozusagen. Und das ist, glaube ich, das ist ja auch das Problem überhaupt mit dem ganzen Forschungsbereich der Gegenwartsliteratur, ist es heute nicht lange nicht mehr so, wie es mal war. Aber das hatte ja auch dabei gab es ja auch einen starken Dünkel dagegen, dass man sich mit sowas doch nicht beschäftigt, wenn der Autor eben noch viel zu nahe dran ist. Also ich glaube, da ist viel dran und es ist ja so interessant, dass dieses Genre der Poetikvorlesung ja aus dem angloamerikanischen Raum kam und dann aufgegriffen und plötzlich so explodiert, weil man irgendwie plötzlich gemerkt hat, das ist schillernd, das ist spannend, da möchte man, kann man so ein bisschen mal auf Tuchfühlung gehen und aus seinem Türmchen mal herabsteigen. Ja, und etwas, was Poetikvorlesung auch so wahnsinnig interessant macht, ist, dass sie eben diese disziplinären Grenzen nicht anerkennen. Also da werden Bezüge gemacht, da sprechen Schriftsteller über Filme, die sie inspiriert haben oder Filme, die sie versuchen, schriftstellerisch zu imitieren. Da werden Bezüge zur Kunst, zur bildenden Kunst hergestellt. Da sind Musiker, die über das Poetische in ihrer Musik sprechen teilweise. Das heißt also, diese Trennungen
die werden da ja überhaupt nicht akzeptiert. Es gibt Dichter, die sich mit Thesen zur Anthropologie beschäftigen oder zur Sprachforschung und Linguistik. Und die versuchen eben auch eine bestimmte Dynamik daraus zu entwickeln, was sie über die Weltgeschichte, über die Menschheitsgeschichte, über die Sprachgeschichte lernen. Und das haben wir versucht, auch in diesem Handbuch so ein bisschen abzubilden. Deshalb haben wir eben so eine Vielzahl von verschiedenen Beiträgen zu all den vielen Facetten der Poetikverlesung versucht zusammenzustellen. Unser Handbuch hätte noch viel länger sein können. Liebe Germanistinnen, Nachwuchswissenschaftlerinnen, bitte ja, machen Sie sich an die Arbeit. Es gibt noch so viele andere Themen und Facetten dieser Gattung, die Sie diskutieren können. Und wir hoffen, dass Sie sich alle von uns inspirieren lassen. Doreen, du wolltest noch was sagen, oder? War jetzt schon fast so ein schönes Schlusswort, dass ich mich gar nicht traue da nochmal. Genau. Ich hatte vorhin auch nur spekuliert, als Sie, Frau Hachmann, überlegten, warum die Poetikvorlesung in Deutschland so eingeschlagen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Tradition der Dichterlesung, die ja mit Klopstock im Grunde ihre Anfänge nahm und ja hier auch eine ganz wichtige Einnahmequelle ist, anders als in anderen europäischen Ländern zumindest, wo Autorinnen und Autoren eben nicht durch das Lesen ihrer Werke Geld verdienen können und dass da eben auch so eine gewisse Parallelführung vielleicht stattfindet. Und als du, Julia Schöll, vorhin erzähltest von dem über sich selbst reden, die Poetikvorlesungen so ab den frühen 80er Jahren, die ähneln ja auch ganz stark eben autobiografischen Statements und teilweise auch wirklich Lesungen. Die werden immer stärker literarisiert und es gibt wirklich Texte, also ich hatte das mal für den Entwurf des Autors von Hans-Ulrich Reichel untersucht, auch in Seminarform, hatte wie Friederike Rehns auch zwei Seminare dazu. Wenn man Auszüge den Studierenden vorlegt, wissen die teilweise nicht, ist es aus einer Autobiografie oder ist es aus einer Poetikvorlesung, ne, weil eine ganz starke Literarisierung stattfindet. Und vielleicht hat das auch nochmal die Rezeption begünstigt, dass eben das Format Lesung hier ein ja, sehr etabliertes Format auch ist. Und eine Ergänzung wollte ich vorher noch bringen, zu dem, was Frau Rehns auch sagte, da begibt sich jetzt jemand aus seinem Elfenbeinturm, also sowohl die Wissenschaft als auch die AutorInnen sitzen in Elfenbeintürmen, denke ich. Und es ist aber attraktiv, so eine Poetikvorlesung zu halten, weil man symbolisches Kapital ansammelt. Es ist ja so der akademische Ritterschlag auch für einen Autor, eine Autorin. Aber und das war tatsächlich schwierig zu recherchieren, auch für dieses Handbuch. Es hat auch was mit ökonomischem Kapital zu tun. Also Poetikvorlesungen werden bezahlt, weil was du gerade sagtest, Doreen, also man verdient Geld durch Lesen oder durch Poetikvorlesungen halten. Und da lässt sich tatsächlich keine Universität, die so etwas organisiert, gerne in die Karten schauen, wie viel sie bezahlen. Und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass intern, also unter Autorinnen und Autoren, es natürlich bekannt ist, welche Universität wem wie viel bezahlt. Für wie viele Vorträge zum Beispiel, ne? Also wie viel muss man da halten? Oder 4 oder 5 halten? Muss man noch ein Seminar dazu machen? Genügt es, wenn man zwischendrin auch nochmal eine Lesung einfach macht oder so? Also da, das ist auch ein ganz spannender Aspekt, der ist halt einfach schwierig ranzukommen, forschungstechnisch. Wenn ich mich noch mal ganz kurz einschalten darf. Also ich möchte auch noch diejenigen ermuntern, die uns bei YouTube zusehen. Wenn eine Frage auftaucht, schreiben Sie das gerne in den Chat und ich werde das dann gern hier weiter in die Runde tragen. Solange noch daran anschließend, Frau Hachmann, Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass die Poetikvorlesung ja eigentlich ein Kulturphänomen geworden ist und das leuchtet mir ein, es ist also eigentlich noch viel mehr als eine literarische Gattung. Also da hängen also ganz große Sachen mit dran. Das sind öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. Und ich würde auch sagen, dass natürlich, wie auch Sie, Frau Schöll, eben meinten, monetäre Interessen auch wichtig sind. Also der Verlag oder je nachdem, wo das veröffentlicht wird, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene. Es gibt Reihen, es gibt dann auch Verlage, die das dann eben als Werk zusätzlich publizieren können. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, nochmal auch Geld zu verdienen. Ne? Und das sollte man wahrscheinlich auch im Hinterkopf behalten, dass das wichtig ist und gleichzeitig auch wiederum
die Wissenschaft davon profitiert und natürlich auch einfach nur das Lesepublikum, dass diese mündlichen Vorträge dann ja auch noch verschriftlicht werden. Ne? Das also führt zu so einer Verstetigung dieser ganzen Institution Poetikvorlesung. Das als kleine Anmerkung. Ja, wir haben da einen sehr schönen Beitrag von Thomas Ernst in unserem Handbuch, der also wirklich diese Medienkomplexe nachzeichnet. Also ja, von der Ankündigung über die Pressemitteilung, über den Livestream auf YouTube, über Videoaufnahmen, dann zu begleitenden Ausstellungen, über natürlich die sozialen Medien, die verschiedenen Reaktionen, die das gibt, bis hin dann zu der Veröffentlichung, die dann wiederum rezensiert wird und so weiter. So entstehen ja also wirklich so Medien- und Veröffentlichungskomplexe. Also es ist schon richtig, es ist viel mehr als nur ein Text. Und gerade das macht es ja auch so attraktiv. Es ist eben eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksamkeit für den Autor, aber auch Aufmerksamkeit für den Verlag. Und die Universität. Also das treibt ja sozusagen die frühe Entstehungsgeschichte sehr stark an, dass man sich dadurch eben von anderen Institutionen oder von anderen Leuten, mit denen man konkurriert, absetzen kann. Das ist etwas, was Besonderes ist, was Aufmerksamkeit erzeugt. Ja, und das ist auch etwas, was Siegfried Unsel zum Beispiel sehr früh in Deutschland erkannt hat, der das ja dann antreibt, der ja dann ursprünglich hat der Fischer Verlag die erste Vorlesung zusammen mit der Universität Frankfurt organisiert und der konnte das dann aber nicht weitermachen und Siegfried Unsel hat dann diese Gelegenheit erkannt und hat gesehen, was für ein großartiges Werkzeug für eben die Öffentlichkeitsarbeit das ist für ihn und so hat er sich dann sehr stark, also wirklich sehr stark dafür engagiert und auch natürlich gezielt versucht, seine Autoren dann in diesen Vorlesungsreihen zu platzieren. Mhm. Ein Aspekt ist vielleicht auch noch wichtig, der ist zwar schon so ein bisschen angerissen worden, eben der Bereich der Selbstinszenierung, aber ich glaube, ganz wichtig ist in diesem Kontext eben auch der werkpolitische Aspekt, die Selbstkommentierung, dass man eben dadurch dem Werk einen Rahmen gibt. Man rahmt es, man setzt es und das hat auch was mit dem Nachlassbewusstsein zu tun. Also was möchte ich hinterlassen? Also ich habe gerade unlängst ein Interview mit Ferdinand von Schirach gelesen, der eben sagte, er möchte überhaupt nichts von sich irgendwie preisgeben. Es wird auch keinen Nachlass geben. Sagen viele, am Ende passiert es dann vielleicht doch, aber das ist schon interessant. Und da kann man natürlich dann auch wieder das monetäre Interesse benennen und sagen, ja klar, der hat es auch nicht nötig, der muss nicht noch Poetikvorlesungen halten, weil es läuft eh von selbst. Ein Autor, der halt eher so im mittleren unterwegs ist, hat vielleicht tatsächlich ist auch auf das Geld angewiesen und eben auf das symbolische Kapital, was damit dann auch einhergeht. Aber ich glaube tatsächlich, diese Selbstinszenierung, um sich eben auch auf der Karte der literaturgeschichtlichen Achse irgendwie einzuschreiben durch Bezugnahmen, das spielt schon auch eine gewaltige Rolle. Auch zu wissen, jetzt stehe ich hier, wo schon XY die Poetikvorlesung gehalten hat, ist natürlich für jemanden, der sonst gewohnt ist, an seinem Schreibtisch seine Bücher zu schreiben, ein unheimlicher Zugewinn. Ja, es ist tatsächlich, da kann man auch zuschauen dabei, wie Sie sagen, Frau Rins, so ein Ergreifen von Textherrschaft, ne? So, also auch so eine Deutungsmacht über den eigenen Text vielleicht auch zurückzugewinnen, falls man sie verloren hatte. Und fiel mir in Bamberg immer wieder auf, es ist für Autorinnen und Autoren eine der seltenen Gelegenheiten, intensiver mit Lesenden ins Gespräch zu kommen. Weil wenn sie ein neues Buch herausbringen als Autor, als Autorin, dann ziehen sie von Buchhandlung zu Buchhandlung.
Mit jeden Abend sagen sie das Gleiche, jeden Abend haben sie ungefähr die gleichen Reaktionen. Wo schreiben sie, wie kommen sie zu ihren Ideen? Ne? Jeder kennt diese Klischee-Fragen. Und ich finde, nach Poetik-Vorlesungen, wo der Autor ja poetologisch sozusagen was von sich preisgibt und sagt, okay, das ist mein Konzept, das sind es andere Reaktionen. Man kommt tatsächlich ins Gespräch über Texte, über die Art, wie Texte geschrieben werden. Es ist oft, dass so 3-4 Abende dann auch ähnliches Publikum da ist und man sozusagen was fortlaufend diskutieren kann. Das ist auch für Autorinnen und Autoren eine seltene Gelegenheit. Und interessant ist natürlich, wenn dann genau diese Mechanismen auch wieder durchkreuzt werden. Also ich hatte ja Christian Kracht vorhin schon erwähnt, also wenn dann eben dezidiert gesagt wird, hier wird nicht aufgezeichnet, es darf nicht aufgezeichnet werden, es darf daraus nicht zitiert werden und es wird nicht veröffentlicht. Und dass man dann also schon wieder auf so einer höheren Ebene, es wurde von der durchgestrichenen Poetik sozusagen dann schon wieder gesprochen. Also da wird es natürlich irgendwie wieder... Oder wenn man wie Juli C. antritt und sagt, gut, übrigens, das Buch ist schon fertig. Also was ihr dazu sagt, ist mir egal, aber Sie können das Buch draußen schon kaufen, aber ich rede trotzdem hier so. Ne? Aber ich wollte auch nochmal da auf den spielerischen Aspekt doch nochmal eingehen, auch dass es sowieso einen Urtypus gibt von Poetikvorlesungen, der dann immer wieder mit jeder Poetikvorlesung neu, ja, expandiert, abgewandelt wird. Denkt man nur an Thomas Meinekes tollen Verriss der Kritik, wo er quasi ja die ganze Poetikvorlesung nur Fremdtext reden lässt, nämlich wie er in der Kritik vorkommt. Zum Teil auch sehr schonungslos für die betreffenden Literaturwissenschaftler, die teilweise ihre Statements publiziert haben. Der liest das dann auch mehrfach vor. Also da gibt es schon ein ganz inszenatorisches, spielerisches Potenzial, was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, oder Clemens Meyer, die Action GmbH, auch Juli C. mit dem Treideln. Also es hat so doch so, die Events werden immer einfallsreicher, die da auch entwickelt werden. Und vielleicht, dass jetzt nicht so ein falsches Bild entsteht, muss ich doch noch sagen, es sind jetzt nicht die armen Poeten, die da berufen werden, vielleicht auch, aber doch natürlich die Stimmen, von denen eine Mehrheit denkt, dass die gerade zum Diskurs der Gegenwart was beizutragen haben und zu sagen haben. Also schon jemand, der auch eben das Kapital schon mitbringt. Also so das vielleicht nochmal zu diesem Kompetitiven, was vielleicht bei dieser Auswahlpolitik natürlich auch noch eine Rolle spielt. Aber interessant ist natürlich zu verfolgen, auch wer eine Poetikvorlesung hatte, kriegt meistens oder hat vorher schon den Büchnerpreis. Also es gibt auch so bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse da so in diesem Marktsegment, was es ja genauso auch für die Literatur oder für die Fiktion genauso gibt wie für Poetikvorlesungen. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Echt? Ja, wir haben jetzt ungefähr 50 Minuten voll. Also wir haben jetzt auch schon sehr lebendig eigentlich über das Format, über das Kulturphänomen, das wir eigentlich fast am liebsten, diese Bezeichnung, gesprochen, weil es so viele Bereiche unseres Lebens eigentlich einbezieht. Ich schaue jetzt gerade noch mal, ob es eine Rückfrage bei YouTube gibt. Es ist nicht der Fall. Ich werde aber natürlich das Video, das ist aufgenommen worden, dann in den nächsten Tagen, je nachdem, wie schnell unsere Marketingabteilung arbeitet, dann auch dauerhaft verfügbar machen, dann auch mit einem feststehenden Link versehen, sodass es auch in jedem Fall nachgeschaut werden kann. Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Interesse. Ich möchte, Frau Hachmann, Sie haben sich schon sozusagen angeschaltet. Ich kann Ihnen doch gerne das Schlusswort überlassen. Ja, ich würde gerne nochmal unterstreichen, was Julia Schöll gesagt hat. Wir sind sehr dankbar für alle diejenigen, die zu diesem Handbuch beigetragen haben. Wir haben insgesamt 24 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammengebracht aus ganz verschiedenen Ländern. Das war nicht immer einfach, gerade auch unter den Bedingungen der Pandemie. Wir haben alle gelitten. Wir hatten plötzlich zusätzliche Kinderbetreuung, zusätzliche Schulaufgaben. Wir mussten lernen, gewissermaßen über Nacht ganz tolle Online-Dozenten zu werden. Und das war für uns alle eine sehr schwierige und nervenaufreibende Zeit. Und irgendwie haben Sie es alle
geschafft, dann trotzdem noch die Beiträge zu verfassen und an uns weiterzuschicken. Und wir sind einfach so dankbar, wir sind so froh. Wie gesagt, wir alleine hätten das niemals so bewältigen können. Und ich finde es einfach großartig, dass wir es geschafft haben, so viele Stimmen zusammenzubringen. Sehr schön. Ganz wichtiges Buch. Ich danke Ihnen allen vielmals, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie zugeschaut haben. Und ich denke, dass ich die eine oder andere vielleicht auch am Germanistentag sehen werde in Paderborn. Wir haben einen Stand bei De Kreuter. Kommen Sie mich und uns gern besuchen. Ich bin immer für einen Kaffee oder ein Getränk zu haben. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Austausch. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, einen schönen Abend, einen schönen Tag, Frau Hachmann. Und bis bald. Vielen lieben Dank für die Teilnahme. Tschüss. Für Ihr Engagement. Tschüss. Danke Ihnen. Tschüss. Ciao.